Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Ja, in der letzten Folge haben wir der Tönchen besiegt. Und mal kurz gucken. Ich bin mir gar nicht so sicher, es ist gerade eine neue Aufnahmesession, ja. Sicher, ja. Weil wenn wir jetzt auf Lavos treffen, könnte gefährlich werden. Dies Metamorphos-Altar ist. Noch ihr Chance zur Umkehr habt, nun. Ja, wir wollen nicht umkehren, wir wollen das Ganze beenden. Ganz episch langsam laufen. Wie scheint, sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Es tut mir zwar in der Erfinderseele weh, aber ich werde diese Maschine abschalten. Eiler, hier, wo starke Gegner sein? Ihr seid... Hilfe! Sarah! Was tust du da, Sarah? Halte die Maschine gefälligst unter Kontrolle. Schnell, Chrono! Die Zeit drängt! Chrono, rotes Messer! Auf geht's, Leon! Oh, Gran und Leon. Ha. Von mir aus gerne Gran. Metamorphos Energie hat das Messer in ein Schwert verwandelt. So Grandelion entstanden? Metamorphos! Er nähert sich. Es ist zwecklos. Dieses Schwert allein kann ihn nicht aufhalten. Ja, sonst hätten wir das Problem schon längst gelöst. Boah, das sieht nicht gut aus. Zerstörung regnet vom Himmel herab. Oh mein Gott. What? Okay, das war schnell zu Ende. Aber sieht so aus, als hätte es gemusst. Ansonsten hätte ich mich jetzt auch arg gewundert. Oh, wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Ach, ja. Es ist lange her, Lavos. Vor langer Zeit an jenem Tag schwor ich, dass ich dich vernichten würde. Koste es was. Okay, er wollte es vernichten? Wir hatten noch die Info, dass er den beschwören wollte. Ja gut, zum Vernichten muss halt auch beschworen werden, ne? Diesen Schwur will ich nun einlösen. Stirb, Lavos! Denkst du wirklich, dass du dazu in der Lage bist? Ein falscher Prophet bist du. Mehr nicht. Lavos wird sich mit Wonne an dir laben. Oder unten rechts ist ein kleiner Bildfehler. Ich denke, ihr seht ihn auch. Mutter, bitte stoppe diesen Wahnsinn. Diese Kraft ist nicht für Menschen geschaffen. Es wird ein böses Ende nehmen. Aus dem Weg, Sarah. Die allmächtige Lebenskraft des großen Lavos durchströmt uns alle. Auch dich, mein Kind. Du kannst unser Schicksal nicht mehr abwenden. Widersetze dich mir und ich muss dich vernichten. Und das klang falsch. Sorry, Leute. Entschuldigung. Oh, es war keine Absicht. Entschuldigung. Oh Gott, das ist mir gerade so peinlich. Leute, es tut mir leid. Oh Mann, es tut mir echt leid, Leute. Komm, falscher Probe. Entschuldigung. Oh Gott, das ist mir gerade so unangenehm. Oh, Entschuldigung, ich ruiniere diese epische Szene gerade. Komm, falscher Prophet. Erfahre die Macht von Lavos.
Es tut mir echt leid, Leute. Es wird nicht besser. Meine Magie. Er absorbiert sie. Ich darf nicht untergehen. Allein harte ich in der Dunkelheit nur zu einem Zweck, um dich zu vernichten. Nimm dies, Lavos. Unmöglich. Nicht ein Kratzer. Es wird halt echt nicht besser. Es tut mir echt leid, Leute. Narren, eure ehemaligen Kräfte sind Lavos nicht gewachsen. Ich werde euch ein Geschenk machen. Ewiges Leben als Teil von Lavos. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Es tut mir echt leid, Leute. Bist du in Ordnung? Wenn nichts passiert, werden wir alle... Auf den Chrono! Einer, der Verlieren nicht mögen! Oh, ich habe eine Befürchtung. Ah, ich kann laufen. Du gibst immer noch nicht auf. Was willst du denn ausrichten? Du willst dich Lavos alleine stellen? In deinem Zustand? Ja, muss ich ja. Stirb, Gewürm! Ich starre im Angesicht von Lavos Herrlichkeit. Nein, Chrono! Chrono! Ja, ich hab's befürchtet. Ja, ich hab... Oh Gott. Chrono? Chrono? Ich bin also nicht stark genug, ihn niederzustrecken. Verdammt seist du, Lavos. Chrono, ich konnte nichts für dich tun. Hier tief unter Meer, wohin wir gehen? Mein Amulett birgt noch einen kleinen Rest an Energie. Sie sollte ausreichen, um euch in die Oberfläche zu schicken. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr meiner Mutter vergebt, aber bitte hasst sie nicht und auch dieses Land nicht. Es tut mir schrecklich leid. Und nun rasch, bringt euch in Sicherheit. Chrono.
Eine gewaltige Flutwelle rollt auf uns zu. Nein, Krono. Krono. Krono, nein! Krono! Krono. Ah, ihr seid endlich erwacht. Euer Schlaf war sehr unruhig. Krono. Wo steht Krono? Außer euch haben wir niemanden gefunden. Es war also kein Traum. Wo wir sein? In Dorf von Erdleuten? Und diese Insel ist das einzige Landstück, das die verheerende Katastrophe, die der Meeresschrein über uns gebracht hat, überlebt hat. Nein, nicht auch dieses Zeitalter. Bosch, wo Bosch sein? Als sich das Unheil ereignete, erschien ein merkwürdiger schwarzer Strudel von Prinz Janos. Bosch wollte den Jungen retten, doch er wurde wie der Prinz davon verschluckt. Schwarzer Strudel? So wie er hierher kommen? So wie wir hierher kommen? Und Sarah? Das vermag ich nicht zu sagen. Niemand hat die Prinzessin gesehen. Wo Luna? Luna leben? Euer Schiff ist unversehrt. Es ist robuster, als man annehmen möchte. Seltsam. Es wurde hier angespielt, fast so, als wäre es euch gefolgt. Ach ja, richtig. Ich glaube, das gehört euch. Das Amulett von Male? Krono hatte es für sie aufbewahrt. Es lag in eurer Mitte, fast so, als hätte es über euch gewacht. Krono. Ruht euch hier aus, solange ihr wollt. Ich werde am Dorfplatz ganz in der Nähe sein, falls ihr mich braucht. Uff. Hat zwar ganz lustig angefangen, aber heftig. Das ist so eine Stelle, die hatte ich ganz vergessen. Wie gesagt, ich habe es nur einmal durchgespielt und tausendmal angefangen. Uff, ich bin gerade echt sprachlos. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Hab's vielleicht auch ein bisschen beim Vorlesen gerade noch gehört. Das hat mich gerade echt ein bisschen mitgenommen. Uff. Ich nehme mal Robo mit. Uff, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mach mal eine neue Aufnahme, das startet gleich so heftig. In dem Moment bin ich gerade echt froh, dass das kein Facecam und ähnliches gibt. Das wollt ihr euch nicht antun. Also, obwohl. Machen wir das mal. So. Ich glaube, das ist ganz okay. Dann kann Robo noch seine Dinger lernen. Und ich finde, Male sollte einfach dabei sein, weil sie und Krono halt von Anfang an zusammen unterwegs waren. Da wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Es ist ungewohnt, Krono nicht an erster Stelle zu sehen. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich hätte gedacht, jemand anders stirbt. Wie gesagt, erinnern ist einfach nicht drin gewesen. Dass Krono stirbt, das. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin in Anführungszeichen froh, dass ich es vergessen hatte. Wahrscheinlich aus gutem Grund, weil das nimmt mich gerade echt ziemlich mit. Aber so konnte ich diesen Moment quasi nochmal von vorne erleben. Uff. Weiß echt nicht, was ich sagen soll.
paar Lichtbeseelte haben ebenfalls überlebt. Nun ja, ob Lichtbeseelte oder Erdgebunden, das spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Ja, ich meine, die Lichtbeseelten haben jetzt kein Zuhause mehr. Im Sonnentempel von Zyle wurde einst ein Sonnenstein aufbewahrt. Solche Steine gewinnt man, indem man dunkle Mondsteine mit reinem Sonnenlicht auflädt. Um jedoch einen Sonnenstein von Nutzen zu erhalten, bedarf es Jahrhunderte, so sagt man. Ich will mal kurz die Gruppenkonstellation ändern. So. Ihr solltet regelmäßig wiederkommen. Der Bursche sammelt alles auf, was an Land gespielt wird. Von Zeit zu Zeit sollte er also neue Waren im Sortiment haben. Ich glaube, jetzt ist der Bursche weg. So. Kaufen? Ich wollte neue Zelte kaufen, ne? Machen wir mal wieder auf 10 voll. Kauf mal 10. Davon kaufe ich mal 20. Obwohl, können wir eigentlich auf 50 aufrunden. Bis bald. Uff. Und das Ganze dann auch noch mit so einer... Uff, ja, da ist eine Menge weg. Aber dass das Ganze auch mit so einem kleinen Animationsfilm gemacht worden ist, das hat das Ganze noch ein bisschen heftiger gemacht. Und das mit Magus, das wundert mich, ja. Also, ne? Versammlungsplatz. Sieht schön aus. Wie soll ich in einer solchen wirklichen Gegend ohne Magie überleben? Ohne meine Magie. Überleben wirst du auch ohne Magie. Glaub mir, mein Freund. Außerdem bist du nicht alleine. Vermutlich hast du recht. Wenigstens ist mir mein Leben geblieben. Und solange wir leben, dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Jeden Morgen geht die Sonne vom Neuen auf. Ein tröstlicher Gedanke in dieser schweren Zeit. Ja, jetzt sind sie gleichgestellt. Wie konnten wir so blind sein, die Gefährlichkeit dieser schrecklichen Kraft nicht zu erkennen? Ne, wer nur schläft und träumt, sorry, aber... Alles ist in den Fluten versunken. Die dichte Wolkendecke ist aufgerissen und auch die Schneestürme haben sich gelegt. Könnte es sein, dass dieser endlos scheinende Winter endlich vorübergeht? Da schläft einer? Der Kleine hat sich wohl in den Schlaf geweint. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Hätte mir vorher sagen können. So, der Dorfälteste. Konntet ihr euch etwas erholen? Fallt auf die Knie, elendes Pack. Erweist eurem neuen Herrscher die Ehre. Lang lebe König Dalton. Ja. Dalton. Der kriegt gleich auf die Fresse. War klar, dass er sich aufspielt. Es war so klar. Warum die enttäuschten Gesichter? Ihr solltet dankbar sein, dass ihr Zeugen meiner glorreichen Herrschaft werden dürft. Die alte Hexe ist fort und mit ihr dieser hochnäsige Prophet. Von nun an soll Zyle als Königreich Dalton in aller Munde sein. Ich glaube nicht. Ihr habt es ebenfalls überlebt. Verstehe. Dann gehört das Schiff außerhalb des Dorfes wohl euch. Es gleicht Gashs Entwürfen bis auf den letzten Bolzen. Ein technisches Meisterwerk wie dieses wäre an euch verschwendet. Aber keine Angst, ihr werdet es sowieso nicht mehr in eure dreckigen Griffe bekommen. Ab heute ist es nämlich mein ganz privates königliches Gefährt. Luna, unser Freund sein! Sorgt euch nicht, es wird keine schmerzhafte Trennung. Euch nehme ich auch mit. Es fehlte mir gerade noch, dass ihr diesen Tölpeln hier irgendwelche Flausen in den Kopf setzt. Aber bevor wir auf Klassenfahrt gehen... Nehmt dies! Was? Das könnte euch so passen. Hey, hinter euch! Ein dreiköpfiger... Oh Mann, das ist so ein Stimmungsauflager. Das ist eine Anspielung auf Monkey Island. Eine kleine Kostprobe daltonischer Raffinesse. Ich bin und bleibe der Größte. Aber nicht für lange.
Oh. Der wird das noch bereuen, sich mit uns angelegt zu haben. Wir befinden uns in unbekanntem Territorium. Nanu? Unsere Ausrüstung ist weg. Mitsamt unseren restlichen Besitztümern. Runde Scheiben zum Tauschen. Wie noch gleich heißen. Geld? Geld auch weg. Oh, Eila ist schon knuffig. Wir müssen eine Fluchtroute ausfindig machen. Eila kämpfen können. Eila Waffen zurückholen. Bösen Mann besiegen. Stimmt, Eila ist da die beste Wahl eigentlich für. Wie es weitergeht, erfahrt ihr aber leider erst in der nächsten Folge. Und ich habe jetzt einen kleinen Moment Zeit, mich zu erholen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Das heißt, Let's Play Chrono Trigger. In der nächsten Folge ohne Chrono. Bis dahin. Ciao.